Ich bin Matthias Dudem. Ich bin hier Presbyter in der Gemeinde. Vom Beruf bin ich freiberuflicher Historiker und habe insofern auch zur Geschichte der Gemeinde und auch zu der Geschichte der Kirche recherchiert. Ich bin Wolfgang Sonne und ich bin Presbyter hier in der Gemeinde. Ich lehre Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Dortmund und leite das Baukunstarchiv NRW hier in der Stadt. 1948 hat man entschieden, dass man diese riesengroße Rheinolde-Gemeinde, die 75.000 Mitglieder hatte, irgendwie zu diesem Zeitpunkt in kleinere Gemeinden auch aufteilt. Und insofern wurde dann zum 1. April 1948 dieser Bereich, der ehemalige Bereich Süd und Südost der Rheinolde-Gemeinde, eigenständig. Das Saarlandstraßenviertel hier war größtenteils zerstört. Im März gab es nochmal große Fliegerangriffe mit einer großen Bombenzerstörung und es gab überhaupt keine Räumlichkeiten und die mussten erst hergerichtet werden und da fand man einen private Wohnraum in der Plauener Straße, den man sozusagen dann als größeren Raum für Andachten, für seelsorgerische Gespräche, um sich überhaupt zu treffen, dann herrichtete. Eine Notkirche ist einfach eine Kirche, die in einer Notzeit entstanden ist. Das heißt, es ist eine kostengünstige Kirche. Es ist eine Kirche, die nicht sehr groß ist und wenig Bauzeit und wenig Baukraft erfordert. Notkirchen heißen diese Kirchen, die Otto Bartning auch entworfen hat, deswegen, weil das ein ganzes Programm war. Es gab ein Programm der evangelischen Kirchen für Notkirchen, das sogenannte Notkirchenprogramm. Und Otto Bartning ist der Architekt, er ist eigentlich der Erfinder des Bauhauses, er hat nämlich das Programm geschrieben, das hat dann Walter Gropius übernommen und er hat schon in den 20er Jahren verschiedene Experimente mit dem Kirchenbau gemacht, mit neuen Materialien, eine Stahlkirche, auch eine Stahlbetonkirche und er war eben auch dann in der Nachkriegszeit ein Architekt, der sich darum gekümmert hat, wie man in einer Notzeit Kirchen bauen kann, auch mit einer guten Konstruktionsweise. Zur Ausrichtung dieser Kirche ist zu sagen, dass sie nicht der klassischen Ost-West-Ausrichtung erbaut ist, sondern in Nord-Süd. Das hat letztlich pragmatische Gründe. Das Baugrundstück hätte eine Ost-West-Errichtung gar nicht hergegeben. Und in dem Moment war die klassische Ausrichtung nebensächlich. Und insofern wurde dieses Grundstück dann optimal ausgenutzt und dieser Kirchenbau in Nord-Süd-Achse dann ausgerichtet. Die Einweihung fand dann am 12. März statt, 1950. Ja, die Paul-Gerhardt-Kirche ist ja nicht nur eine einzelne freistehende Kirche, sondern sie ist Teil eines ganzen Ensembles. Und das Spannende ist, dass zwischen den Jahren 1949 und 1961 das Ganze sukzessive eigentlich so in einem dauernden Bauprozess entstanden ist. Und nachdem die Kirche fertig war, ist die Gemeinde sofort drangegangen und fand, der Pfarrer muss nicht mehr auf der Straße übernachten, sondern hat auch ein Pfarrhaus gebaut. Und das ist das Haus, was hier nebensteht. Das Pfarrhaus ist also das, was Anfang der 50er Jahre dann als nächstes entstanden ist und das hat nicht mehr Otto Bartning entworfen, sondern ein lokaler, ein Dortmunder Architekt, Wilhelm Lindner. Und der hat auch in der Folge die weiteren Bauten entworfen. Denn damals war schon klar, nach dem Pfarrhaus soll auch ein Gemeindehaus mit einem Gemeindesaal und ein Kindergarten kommen. Und das sind die Gebäude, die hinter dem Pfarrhaus stehen und die auch an der Ruhrallee stehen. Das Gemeindehaus und der Kindergarten, heute ist alles Kindergarten. Aber es ist noch im Prinzip so erhalten, wie dann in den 50er Jahren gebaut. Und als das fertig war, zum Schluss kam dann der Höhepunkt. Und das ist der Kirchturm. Und den hat Wilhelm Lindner dann eben als linken Abschluss, wenn man so will, westlichen Abschluss des Ensembles gedacht. Er hat ihn nicht, wie Bartning plante, direkt an die Kirche angebaut, sondern so wie das Pfarrhaus mit einer Mauer mit der Kirche verbunden ist, so hat er als Pendant den Kirchturm auch mit einer Mauer ein bisschen von der Kirche abgesetzt und mit einer Mauer verbunden und dann als westlichen Abschluss hingesetzt. Und dadurch entsteht ein kleiner Platz, so ein kleiner Platz vor unserer Kirche, der eben zum Versammeln und auch zum Abschiednehmen vor und nach den Gottesdiensten und allen möglichen Veranstaltungen wunderbar geeignet ist.